Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. In der letzten Folge wollten wir The Lost freischalten, haben es auch fast geschafft. Aber am Ende dann doch nicht. Und deswegen müssen wir das jetzt nochmal machen mit einer Winstreak von minus 5, weil wir so oft gestorben sind. Aber diesmal habe ich einen Trick bekommen an die Hand. Und zwar kann man, bevor man stirbt, schnell die Escape-Taste drücken und in diesem Modus R gedrückt halten, sodass dann der One neu startet und das zählt dann nicht als verloren. Und das, hoffe ich, kriege ich diesmal hin, wenn ich irgendwie sterben sollte, dass ich das dann einsetze. Ist zwar ein bisschen cheaten, aber besser, als es dann wieder nicht zu schaffen. Das war echt richtig traurig im letzten One. Aber so richtig traurig. Ich hoffe, wir finden jetzt ziemlich schnell nochmal mit Isaac hier wieder die Mulligans. Sonst schneide ich das halt wieder zusammen. Wenn ich jetzt hier in der ersten Ebene die schon nicht finde, dann werde ich sie erst später finden. Klingt logisch, oder? Ich finde, das klingt logisch. Ihr seid zwar Mulligans, aber keine Mulligan-Boom-Dinger. Aber wenn die schon mal hier sind, ist das auch schon ein gutes Zeichen an sich. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, wir wollen halt The Lost freispielen. Und dafür muss man als allererst, also dafür muss man mit 4 Charakteren an unterschiedlichen Stellen sterben. Und der erste ist der Isaac. Und Isaac muss an einem Mulligan-Boom sterben. So sieht's aus. Ein Mulligan-Boom sind diese Dinger, die da immer rumweinen, mit einer Bombe im Kopf. Und ja. Wenn ich keinen Mulligan-Boom in der ersten Ebene finde, dann. Ja, ist doof. Dann muss ich den One neu starten. Wir schauen hier, ist auch kein Mulligan-Boom. Okay, dann haben wir ja keinen. Gut, dann machen wir das so. Ich schneide das jetzt wieder alles weg. Also ich nehme jetzt weiter auf, aber schneide es weg, bis ich so einen Mulligan-Boom in dem Raum finde. Und dann sehen wir uns gleich wieder, weil das sonst zu lang wird, das Video. Und auch nicht spannend. Also bis gleich, tschüss. So, da sind wir wieder. In diesem Raum sind ein paar Mulligan-Booms, habe ich eben gesehen. Wir müssen uns aber davor ein paar Leben abziehen. Und uns dann von denen töten lassen. Das ist jetzt sogar der nächste One schon gewesen. So, Moment. Noch nicht. Wartet. Ich muss noch kurz gegen die Spinne laufen. Spinne, komm her. Okay, jetzt könnt ihr mich töten. Komm, sehr schön. So, das ist unser erster Tod. Das ist gut. Genau, so, das war der Isaac-Tod. Das ist die erste Ebene, die man machen muss, um The Lost freizuschalten. Die zweite ist, mit Maggie in Caves oder den Katakomben sich mit Bomben in die Luft sprengen. Heißt also in der dritten bzw. vierten Ebene, sich in die Luft zu sprengen, mit Maggie. Und das bedeutet, wir müssen Bomben finden. Zumindest eine einzige. Den Rest können wir uns ja an Gegnern Schaden zufügen. Das sollte kein Problem sein an sich. So, das Zeug kann alles hier bleiben. Brauchen wir alles sowieso nicht, wenn wir gleich sterben. Aber es ist schön, dass jetzt hier wieder... Der Isaac, das ging gar nicht so lang. Ich hätte das gar nicht unterbrechen müssen an sich. Egal. So. Weil ich musste halt echt nur einmal... Okay, das hätte ich vielleicht nicht einsammeln sollen. Ist egal. Nur einmal neu machen. Dann kam die sofort. Das freut mich schon wieder. Und dieser Körper ist richtig OP. Und zwar richtig, richtig OP. Ja, Körper, du bist der beste Körper, den ich je hatte. Bomben. Ganz viele Bomben. Sehr schön, dann können wir uns auch in die Luft sprengen. Das war schon mal die erste Ebene. Wenn wir beim zweiten Boss sind, dann haben wir wahrscheinlich unser Space-Item auch wieder voll. Das heißt, der wird auch ganz schnell gehen. So kann das gerne weitergehen. So, goldener Raum. Ja, gut. Wir brauchen ja ein paar Räume, damit das Teil wieder voll geht. Unsere nette kleine Schere, die uns OP macht. Aber vorher ein paar Scheißhäufchen kaputt machen. Puja! Wah! Ich finde euch immer noch süß. Ihr seid eine der besten Gegner, die es überhaupt gibt in diesem Spiel. So, aber wir haben gar keinen Schlüssel, fällt mir gerade auf. Ach, verdammt. Na gut, dann gehen wir... Nee, der Boss wird wahrscheinlich hier rechts sein. Gell? Nein, okay. Dann halt nicht, gehe ich halt doch oben lang. Das Gute ist, dass die ersten Ebenen nicht allzu groß sind. Heißt also, man findet die Bosse relativ schnell. Ich hoffe nur, dass... Hallo? Nee, wird nicht aufgeladen. Verdammt. Ich habe gehofft, dass unsere Schere sich wenigstens auflädt. Wir müssen allerdings ein paar Leben noch verlieren. Könnten wir ja mal kurz bei Dingle machen. Au, nein, Dingle, au! Du tust uns weh!
Oh nein, wir sterben. Ah. Oh Gott, nein. Dingle, please. Okay, jetzt sollten wir vielleicht doch ein bisschen aufpassen, bevor er uns wirklich noch tötet. Das wäre nämlich zu früh. Dann müsste ich nochmal mit Isaac wieder spielen. Und das wäre schade. So. Am Ende darf er uns nochmal treffen, weil wir so nett sind. Okay, okay, okay. Jetzt hör auf. Jetzt hör auf, sonst wird das zu knapp. Sonst wird das zu knapp, Jingle Dingle. Am besten du stirbst jetzt einfach. Oh Gott, okay, es wird knapp. Wenn er uns jetzt noch einmal trifft, dann ist scheiße. Okay, tut er aber nicht. Okay, 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 alles bestens. Nehmen wir nicht mit, ist uns egal. Wir sind in Caves, beziehungsweise Katakomben. Katakomben, ich hoffe, das zählt auch für Katakomben. Ich habe nämlich ein Video gesehen, wie man das freischaltet und da wurde gesagt, nur in Caves. Aber ich habe auch einen Wikipedia-Eintrag gelesen und da stand auch in den Katakomben. Wenn nicht, ist blöd, aber gut. Au. Okay, in some cave. Steht da trotzdem. Also zählt das wahrscheinlich trotzdem. Gut, das war der zweite Schritt mit Maggie. Unsere Winstreak wird immer mehr, minus. Ist egal. Jetzt müssen wir mit Judas spielen. Judas ist der schwerste Part eigentlich. Guck mal, da sehen wir schon The Lost. The Lost war da. Weil Judas halt von Anfang an nur ein Leben hat und dementsprechend schnell tot ist. Sobald man aber die erste Ebene fertig hat oder sobald wir hier eine Bombe finden. Oh. Oh, das war sogar eine Bombe. Hat das leider nicht aufgesprengt. Ist das alles okay? Sobald wir halt ein Leben mehr haben. Aber nur ein Leben haben ist halt eher nicht so cool, würde ich sagen. Oh, Sissy. Dich habe ich vermisst. Sissy Longlegs. Oh, she loves me. Ah, oh, Sissy ist süß. Oh Gott. Ja, geil. Geil, geil, geil. Hier können wir richtig schnell sterben. Oh nein, wieso kommt hier dann plötzlich so ein Boss? Oh, das ist überhaupt nicht geil. Oh nee, und dann kommt hier noch so eine Trollbombe. Oh weia. Oh weia. Nicht cool. Nicht cool. Wieso macht er so viele von den Dingern? Wieso ist das auch noch so eine Superversion? Oh nee. Hör auf. Stirb einfach. Stirb einfach. Stirb einfach. Danke. Puh, okay, wir haben sogar eine Bombe. Das heißt, wir können gleich den blauen Stein da aufsprengen. Okay, das war eine Herausforderung. Das war nicht schön. Oh, ja. Gut, wir holen uns den blauen Stein. Sprengen noch so viele Steine wie möglich. Zwei blaue Herzen. Perfekt. Okay. Dann fühle ich mich sicher. Ja, wir müssen halt mit Judas bis zu Mom kommen. Ist also auch nicht sehr weit, aber halt bis zu Mom. Und müssen da dann von Mutters Fuß getötet werden. Nicht von irgendwelchen Figürchen, die sie spawnt, sondern von ihrem Fuß oder ihrer Hand. Habe ich jetzt auch mitbekommen. Genau, Fuß oder Hand sollte machbar sein. Haben wir auch letztes Mal hinbekommen. So, ich hätte mein Buch noch aufladen sollen, ist aber egal. Denn es ist nur Pin. Der süße kleine Pin, der immer glücklich ist. Und so ein Dreiergesicht hat. Süß! Oh, süßer Pin, ja, süß. Ich könnte ja kurz den Moon einsetzen. So. Nachdem wir mit Judas fertig sind, müssen wir dann noch mit Azazel bis zum Satan kommen und da muss uns dann der Satan töten. Und nicht wie beim letzten Mal The Fallen. Ja, letztes Mal gestern hat uns The Fallen getötet. Das war nicht so cool. Das war wirklich nicht so cool. Aber diesmal machen wir alles besser. Wir haben keinen Schlüssel, wir können nicht in den goldenen Raum. Oder hat er, nee, The Moon hat ihn in den Geheimraum teleportiert. Wenn ich mich richtig entsinne. Okay, sobald wir einen Schlüssel haben, können wir coole Kombos machen. So. Und ich benutze keine Seeds, weil in dem Wikipedia-Eintrag auch stand, dass bei einigen Leuten man The Lost nicht freispielt, wenn man Seeds benutzt hat. Also beim vierten Part muss man sowieso ohne Seeds spielen, also bei dem Azazel-Part. Alle anderen meinen, die kann man das machen mit Seeds, aber bei einigen hat das trotzdem nicht funktioniert und wozu ein Risiko eingehen. Oh, cool. Oh, sehr cool. Wozu ein Risiko eingehen, wenn es auch so geht. Hat ja jetzt auch nicht lange gedauert. Das einzig Schwierige ist halt, diese Mulligan zu finden am Anfang, aber die kam jetzt auch relativ schnell. Also haben wir da Glück gehabt. Und schalten diesmal auf jeden Fall so Lost frei. Wenn nicht, wäre doof. Ich will so Lost haben, dann habe ich alle Charaktere. Yay!
Dann kann ich endlich mit The Lost spielen. Juhu! So, wir haben immer noch keinen Schlüssel. Oh, ihr seid selten. Die sind richtig selten, diese Dinger. Und trotzdem kommen sie voll oft. Hä? Dann sind sie wohl nicht mehr so selten, hä? Auf jeden Fall waren sie im alten Isaac selten. Oh Gott. Ziehen ein ganzes Leben ab? Nee. Auch nur ein halbes, oder? Habe ich gerade nicht drauf geachtet. Ich glaube aber, wir ziehen nur ein halbes ab. Das kriegen wir aber keinen Devil Deal wahrscheinlich, weil wir Leben verloren haben. Doch, trotzdem. Okay. Das ist ganz nett. Hier ist es auch ganz nett. Was haben wir hier? Oh, den Dark Bomb. Der Dark Bomb ist an sich ein sehr nettes Item. Ein sehr, sehr nettes. Sogar mein Lieblings-Item quasi. Aber... Ja gut, wir spielen im Normal-Modus. Ah doch. Komm. Nehmen wir mit. Kann er hier die ganzen Herzen einsammeln. Und uns dafür... andere Sachen geben. Im Geheimraum waren wir jetzt schon, ist die Sache. Wir könnten noch einen super Geheimraum suchen. Der ist wahrscheinlich da oben. Ja, ein Schlüssel, kein Schlüssel. Oh, okay, sammeln die alle auf. Und dann, bevor uns was gibt, müssen wir ganz schnell aus diesem Raum raus. So, sammeln die alle ein. Genau, danke. Und jetzt gibt er uns ganz viele Sachen. Yay. Aber wenn wir da drin geblieben... Sehr geil. Wenn wir da drinnen geblieben, dann hätte er uns nur rote Herzen gegeben. Und das hätte sich nicht gelohnt. Aber jetzt haben wir ganz viele blaue Herzen und das ist schön. Ich mag blaue Herzen. Wir haben immer noch keinen Schlüssel. Mann, ey. Ich habe keine Schlüssel. Oh, Mann, oh. Aber wer braucht schon Schlüssel? Wir wollen sowieso sterben. Bei Mom. Bei Moms Fuß schon. Das ist die Sache, ja. Wir müssen gar nicht so weit kommen. Wäre sogar ganz schön traurig, wenn wir jetzt einfach OP werden würden. Da noch ein Herz. Aber wir werden OP werden. Auf jeden Fall werden wir ganz viele Herzen haben. Weil das einfach Normal-Modus ist. Und im Normal-Modus droppen nun mal mehr Herzen. Und mehr rote Herzen bedeutet mehr Herzen für uns durch den Dark Bomb. So einfach ist das. Schaffen wir das? Ah, ja, gut. Aha. Stacheln können uns nichts anhaben. Es sei denn, wir laufen rüber. Bist du das eigentlich auch von Anfang an stärker? Ja, Tatsache. Hammergeil. Hier, sammel das ein. Gibt's uns nichts dafür? Okay. Wieder eine goldene... Wieso kriegen wir nur goldene Truhen? Kann mir das mal jemand sagen? Da, ein Schlüssel. Wir können in den goldenen Raum, wenn wir wollen würden. Wollen wir in den goldenen Raum? Okay, auf geht's. Ab in den goldenen Raum. Yeah. Kam da nicht noch diese Stacheln vor? Nee. Oder sind die in diesem Raum hier? Ja, okay. Okay, wir gehen da trotzdem mal rein. Ein Lebensupgrade. Ein doppeltes sogar. Jetzt sind wir fett und langsam. Oder sind wir langsamer geworden? Ich glaube schon. Bin mir allerdings nicht ganz sicher, aber wird auf jeden Fall logisch sein. Hallo, Jukafleiß mal zwei. Guck mal, was wir haben. Dann können wir gleich in diesen Devil Deal auch noch eingehen. Und das Coole an The Lost ist ja, dass er dann von Anfang an fliegen kann, so wie Azazel. Hat, wow, Spectral Tears. Das heißt, er kann überall durchschießen, durch Steine etc. Und er hat keine Leben. Geil, oder? Keine Leben zu haben ist cool. Und keine Leben bedeutet ebenso, wow. Wir werden ja richtig OP. Das ist blöd. Ich will jetzt nicht so OP werden. Oh Gott. Keine Herzen bedeutet, dass wir alle Devil-Deals umsonst bekommen. Man kann mit The Lost... What? Ist er da doppelten Strahl gemacht? Oder sah das nur so aus? Mit The Lost kann man jeden Devil-Deal umsonst nehmen. Deswegen muss man auch darauf spielen. Und das ist toll. Ja, das ist toll. Wir sind voll OP gerade mit Judas. Das finde ich gerade ein bisschen schade. Na gut, wir sind zum Glück erst in der vierten Ebene. Kann ja noch ganz viel passieren. Wir müssen uns auf jeden Fall die ganzen Leben noch abziehen, bevor wir bei Mom reingehen. Am besten, wir gehen mit nur einem halben Leben zu Mom rein, weil der erste Angriff von Mom ist immer dieser Stampfangriff. Und dann produziert sie erst ihre ganzen Gegner. Das heißt, ihr erster Stampfer muss uns treffen und dann sind wir sofort tot. Das wäre das Beste. Deswegen wäre es auch am besten... wenn wir in der Marm-Ebene hier entweder so einen Raum hier haben, wo wir einfach immer ein Herz abgeben können, oder halt so einen
Stachelraum, so ein Sündenraumteil, wo wir auch Leben abgeben könnten. Das wäre echt das Beste. Kannst du behalten, deine Bombe? Ich will deine Drecksbomben nicht hier. Behalt dein Scheiß. Nix. Nix. Ja, egal. Brauchen wir auch nicht. Nein, ich will mein Buch haben. Mit dem Buch geht alles schneller. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie Cartman. So. Ihr kleinen Fliegis, seid ihr auch kein Problem. Ich hoffe, der Boss ist hier links irgendwo. Sieht aber, glaube ich, gut aus, dass er hier irgendwo ist. Wir könnten eigentlich jetzt auch schon ein paar Leben verlieren, weil gleich schon die fünfte Ebene kommt. So, das heißt, wir müssen gar nicht so serious spielen. Ah, ganz vergessen. Stimmt, der kann ja auch dieses Herz hier einsammeln. Aber so viele Leben sollten wir halt gar nicht bekommen. Die müssen wir gleich alle wieder opfern. Aber um es ein bisschen sicherer zu machen, könnten wir die natürlich einsammeln. Aber es ist der Normal-Modus, Leute. Es ist der Normal-Modus. Im Normal-Modus kann uns eigentlich gar nichts passieren. Wenn man sich nicht gerade selbst umbringen will, dann kann im Normal-Modus, glaube ich, wirklich nicht allzu viel passieren. Und da ist der Boss. Der Boss ist da. Hallo, Boss. Hallo. Na, Boss, was geht ab? Dark One. Okay, hi. Power, 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 power. Power, 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 power. Pow, 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 ja, zieh uns Leben ab, los, noch mehr, ja, perfekt, und noch mehr, yay, oh, geil, mach's nochmal, oh, fuck, die haben hier, was, wir wurden richtig oft getroffen und kriegen trotzdem Teufelsraum, ist das dein Ernst? Jo, genau, wir lassen uns einfach tausendmal treffen und kriegen trotzdem ganz viele Teile hier, das ist, ich verstehe diesen One nicht. Warum ist Normal so einfach? War das jetzt die fünfte Ebene? Depths, ja, Depths One ist fünfte Ebene. Ah, wir müssen Leben verlieren. Wir müssen Leben verlieren. Komm, wir laufen jetzt einfach gegen alles gegen. Obwohl wir das erst in der nächsten Ebene machen sollten. Aber kann ja nicht schaden, wenn wir jetzt schon anfangen. Vor allem kann der Dark Bomb die ganzen roten Herzen, die sowieso droppen werden, weil das halt Easy-Modus ist. Beziehungsweise Normal-Modus. Ja, auch alle einsammeln. Oh nein, was soll ich jetzt bloß tun? Ah, ich wurde getroffen. Ah, nein, ich werde die ganze Zeit getroffen. Ah, jetzt sind wir gleich tot. Oh nein. Oh nein. Moment. Vielleicht ist das ja so ein West Room. Da müssen wir nicht mal mehr den Boss besiegen. Das wäre schön. Können wir einfach die Ebene überspringen. Ja, perfekt. Da oben ist noch eine Pille. Amnesia. Und es ist leider nur so ein Special Room. Och man, immer nur diese Special Rooms hier. Wäre viel cooler, wenn wir jetzt in der nächsten Ebene wären, aber okay. Übrigens witzig, wie wir eben noch so sau fett waren und jetzt so richtig magersüchtig sind. Finde ich nett. Oh, so mag. Och man, das wäre voll der coole One gewesen, wenn das ein regulärer One gewesen wäre. Oh weia. Hat was. Naja, gut, wir wollen aber bei Mom sterben. Das heißt, wir dürfen gar nicht so OP werden. Warum, Spiel? Warum machst du uns jetzt so OP? Och, Mann. So. So, so. Das mag einfach. Einfach in so ein Ding ins Raum. Hä, wo ist jetzt der Boss? Was ist... Du, Speeddown. Yay, dann können wir schneller getroffen werden, Leute. Das ist gut. Das ist gut. Dann können wir schneller sterben. Das ist sehr gut. Okay. Denn wenn wir nicht fliehen können, dann sterben wir schneller. Dodge Party. Dodge Party. Dodge Party. Golden Arrow. Und gleich kriegen wir einfach noch Quick Attack und so. Ja, ja, Steven. Hallo. Hallo. Hi, Little Steven. Na, noch ein bisschen mehr Schaden. Warum nicht? Plam, 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 plam. So, bitte mal schnell sterben. Dankeschön. Oh Gott, das geht hier viel zu schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott hier. Oh mein Gott hier. So, ist uns egal. Wir wollen einfach nur schnell zum Boss. Das ist sogar ziemlich perfekt, dass er da drüben steht. Dann machen wir einfach noch mehr Schaden. Wow, so, ich glaube, so einen Raum habe ich noch nie gesehen in Isaac. Das sieht interessant aus.
Da ist der Bossraum. Da haben wir ihn gefunden. Hab ich dich, Bossraum? Hier, eine Bombe für dich. Wir haben sogar was damit getroffen, echt? Wow. Das war natürlich geplant. Das war geplant, dass wir den einen Typ da treffen, der eigentlich meilenweit von uns entfernt war. Was haben wir hier? Range up. Oh nein, The Cave? Oh. Gut, dass wir nicht so viele Leben verloren haben. The Cave ist nämlich echt böse. Boah, ich hasse dich. Aber ich lasse mich natürlich gerade mit Absicht treffen. Damit wir gleich schön einfach bei Mom sterben können. Oh, ich bin dann direkt durchgelaufen und habe trotzdem keinen Schaden bekommen. Noch ein Lebensupgrade. Wow. Gabby's Tail. Kaufen wir uns, damit wir nicht so viele Leben verlieren müssen. So, tschüss. Mom-Ebene. Mom-Ebene. Und das nach, weiß ich nicht, 17 Minuten insgesamt? Und das ist schon die dritte Dings. Gut, wir müssen... Na komm, wir setzen den Moon ein. Was kriegen wir hier? Geld. Money, money, money. Ah, Mann, das... Wir haben so viele Bomben. Wir gehen jetzt einfach... Wir gehen jetzt einfach da lang. Nicht wegschieben. Danke. Wir schieben uns hier jetzt ein bisschen lang. Machen das einfach mal alles nicht hier. Und wir sollten uns noch einen Raum frei halten. Ist ja denn hier ist irgendwo so ein Stachelraum. Dass wir uns an irgendeinem Gegner Leben abziehen können. Das wäre ganz wichtig. Dass wir dann wirklich nur mit einem halben Leben zu Mom reingehen. So. Goldener Raum. Hier eine Bombe für dich. Oh, wieso willst du die Bombe nicht? Friss die Bombe. Liebe diese Bombe. Du musst sie spüren und schmecken. Lukis Hörner. Ja gut. Lukis Hörner. Was? Das kam ihm richtig oft. Dreimal hintereinander oder so. Voll heftig. Okay, so. Auch weg. Hallo. Tschüss. Wo ist der Boss? So. Immer noch kein Boss. Ah. Okay, tschüss. Beziehungsweise, die sind sowieso nicht schwer. Man kann sie einfach auf die Stacheln raufkicken. Und dann sind sie auch schon tot. So. Befegt. Und der Boss wird dann da rechts sein wahrscheinlich, hä? Hä? Okay, ja. Ja, nee. Vielleicht auch nicht. Lululu, Boss, wo bist du nur? Hier sind auf jeden Fall Stacheln, das ist gut. Ich mag Stacheln, das hier mag ich eher nicht. Ja gut, jetzt haben wir schon einen getötet, dann töten wir auch noch den Rest. So. Nicht umdrehen, wieso drehst du dich um? Ich hab gesagt, nicht umdrehen. Ein Herz will ich gar nicht. Nein, du sammelst das auch nicht auf. Okay. So, die ziehen ein ganzes Leben ab. Oh, oh. Oh, oh. Ziehen die nur ein halbes ab? Die ohne Augen? Jetzt ist eh zu spät. Ah nein, wir müssen uns irgendwo Leben abziehen. Da ist noch ein blauer Stein. Wie viel zieht denn eine Bombe ab? Das ist auch okay. Natürlich. So, ein Herz. Ja, wäre besser, wenn wir nur noch ein halbes hätten, aber gut. Hallo, Modi. Oh, okay, die zieht sogar ein ganzes Leben ab. Sehr schön, dann haben wir das auch fertig. Und jetzt kommt das Schwere, wo wir auch letztes Mal es nicht geschafft haben. Und zwar mit Dizzy bis zum Satan zu kommen und am Satan zu sterben. Nicht an seinen Laser, sondern an seinen komischen Schüssen. Und weiterhin nicht an The Fallen, die erste Form vom Satan, sondern halt echt der echte Satan. Das bringt uns überhaupt nichts, deswegen nehmen wir es einfach mal nicht mit. Aber wir kriegen schon mal Fireweight ab. Das ist sehr schön. Vor allem als Azazel. Oh, das ist schön. Wie schnell wir jetzt einfach unser Teil hier aufladen. Richtig nice. So. Damit wir hier schön durchwaschen können. Range up. Mir wurde gesagt, dass Azazel ein Range down, also eigentlich hat er einen normalen Brimstone, glaube ich. Ja, steht da nur nicht drin. Von minus 21, irgendwas hat. Das heißt, man muss minus 21 Range down ausgleichen, damit das überhaupt irgendwas bringt. Damit man das überhaupt sieht. So. Geld und schon der erste Boss. Das ist doch schön. Widow sollte einfach sein.
So wie jeder Boss in der ersten Ebene. So, kriegen sogar ein Lebensupgrade, sehr schön. Das ist alles gut. Wir könnten nach einem Geheimraum suchen, machen wir aber mal nicht. The Fool können wir aufbewahren bis zum Bosswash tatsächlich. Dann können wir wieder den Bosswash machen. Dann ein cooles Item mitnehmen. Und weitergehen. Dann müssen wir das nicht mehr machen. Hier, ich habe das umgedreht. Das ist nämlich Krebs und das, so sieht eigentlich das Sternzeichen aus. Aber im normalen Isaac ist das andersrum. Da hat das sogar eine P... What? Das ist eine Perb und blaue Herzen ab. Oh weia. Okay, wir werden wieder sau OP. Wie es mir scheint. So. Und diesmal sammeln wir nicht Anti-Gravity auf. Das war ja letztes Mal unser Verderben. Fast. Obwohl das beim Satan halt richtig gut gewesen wäre. Ach, Kacke. So. Hi. Waren wir schon im goldenen Raum? Ja, waren wir gerade, ne? Und sollten wir irgendwie schlecht sterben, dann werden wir uns halt neu spawnen. Mit der Start-Taste. Mit diesem geilen Trick. So. Dem Exilif, Eis, Ilo. Egal, du weißt, wer gemeint ist. Ich kann den Namen doch nicht aussprechen. Ich habe ihn extra hier vorgefragt, wie er heißt. Und dann hat er mir das gesagt und ich weiß es immer noch nicht. Ach ja, ich bin schon schlimm. So, das Ding nehmen wir mit. 4 Shots sind cool und das ist... Yo, wie sehen wir denn jetzt aus? Als wenn wir so eine Sonnenbrille auf hätten. Okay, finde ich nice. Dann 4 Shots sind halt 4 Shots. Da gehen die Gegner dann weg, haben Angst vor uns. Und sie machen einen noch stärker. Und stärker sein ist immer gut. Das ging recht schnell. So können wir gleich mal einsetzen. So Fool behalten wir bis zum Schluss. Gut, alles da hinten. Dann gehen wir da... gleich mal sofort hin. Oh, wieso leuchten wir jetzt so cool? Was haben wir eben aufgesammelt? Oder ist das Krebs? Macht Krebs, dass wir so cool leuchten? Ja! Ach, wie geil! Krebs macht, dass man leuchtet! Oh, cool! So. Danke. Jetzt können wir sogar in den Shop reingucken, aber... Ach doch, der ist da unten. Boah, können wir eigentlich mal machen. Können wir eigentlich mal machen. Ein Schutzschild ist auch immer ganz schön. Vor allem, wenn man noch sonst nichts hat. Ein bisschen Poster, ja gut. Komm schon, wir machen genug Schaden. Ich sterbe mal ein bisschen schneller. Aber was macht denn dieses Leuchten bei Krebs? Allgemein, was macht Krebs? Ich weiß es nicht. Wir nehmen nichts mit. Wir spenden all... Oh, perfekt. Wir spenden einfach alles. Verdammt. Okay, dann nehmen wir das doch mit. Und ein Schlüssel wäre wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Was bist du für eine Karte? Dann können wir sogar 2 Karten mitnehmen. Ist doch ganz schön. Sogar 2 Karten jetzt raus teleporten. Okay. So, kein Ding. Auch schnell gemacht. Und kriegen den Lippenstift. Nochmal ein Range-Up. So, Wort an the Stars sind teleportiert. In den goldenen Raum, soweit ich weiß. Das heißt, wir setzen das einfach mal ein. Schutzschild brauchen wir sowieso... Oder? Wollen wir den Schutzschild behalten für... Wir behalten den Schutzschild. Wir behalten den Schutzschild. Für... Satan. Für The Fallen, damit der uns erst recht nicht tötet. So. Oder? Ach, keine Ahnung. Ich weiß es wieder nicht. Auf jeden Fall will ich jetzt The Lost freischalten, wo es jetzt letztes Mal schon so knapp war. Das erinnert mich auch gerade voll an diese eine Challenge, die wir ganz knapp nicht geschafft hatten. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Doch, die mit diesen Fliegen. Oh Gott, ja. Die Fliegen-Challenge. Oh, die war schlimm. Die haben wir beim ersten Versuch fast beim ersten Versuch geschafft. Fehlt ihm noch ein Millimeter von Moms Herz, um sie abzuschließen. Und dann bin ich gestorben an den Laser, weil ich da zweimal reingelaufen bin. So richtig dämlich. Ist uns egal, wir haben genug Leben. Und genug Schaden aber auch. So. Oh Gott. Egal. Ist das hier ein bisschen schneller? Die Bombe nehmen wir natürlich noch mit. Was haben wir hier? Eine goldene... The Tower. Bomben für alle!
Wie cool das aussieht mit diesen vier Shots. Das sieht aus, als wenn wir einfach so eine coole Brille auf hätten. So. Gut, wäre cool, wenn wir jetzt nicht so viele Leben verlieren würden. Ich gehe gerade ein bisschen schusselig mit meinem Leben um. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich will die halt einfach nur durchwaschen. So, vor allem mit Azazel geht das eigentlich, also mit Dizzy, geht das eigentlich ziemlich gut. Aber ich finde diese Brille so cool. Obwohl das gar keine Brille sein soll. Das sollen einfach nur so leere Augen sein. Aber es sieht aus wie eine Brille. Hat Stil, hat Stil. Ja, ja. Vor allem, wenn man so schwarz ist und dann so eine schwarze Brille. Finde ich gut. So. Immer noch kein Boss. Da ist der Boss. Chop, okay. Zudem beginnt ja heute Dschungelcamp. Also, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Guckt ihr das? Also, ich werde es gucken. Wenn diese Folge rauskommt, dann läuft das ja, glaube ich, schon. Ja, seit einer Dreiviertelstunde läuft das dann schon. Wow. Ich finde das immer witzig. Obwohl da diesmal sind da sogar ganz viele Frauen, gell? Da sind 6 Frauen und 5 Männer, glaube ich, diesmal. Das ist ganz interessant. Und ich finde es gerade voll cool. Oh, The Stars und... Oh, ja gut, das war dumm. Und The World. The Stars und... The Stars... Okay, wir nehmen The World mit. Dass ich das Schild eingesetzt habe, wollte ich nicht. Egal. Haben wir einen goldenen Raub? Ich weiß es nicht. Ist mir auch gerade relativ egal. Wir setzen mal kurz The World ein. Okay, da drüben ist alles. Upsala. Da haben wir unseren einzigen Schlüssel weggegeben. Gut, dass wir einen neuen bekommen. Ah! Weil ich meinen Laser nicht am Anfang aufgeladen habe. Oh Gott. So. So. Und eine Spritze. Oh, ist jetzt ab. Ist auch immer gut. Oh, wir sind langsamer geworden. Das ist sehr uncool und unser Schaden ist auch runtergegangen. Oh, das hätten wir mit Azazel nicht einsetzen sollen. Oder einsammeln sollen, besser gesagt. Naja, weiß man ja vorher nicht. Eine Karte, ein komisches Ding, das uns nichts bringt. Und einfache Gegner. Ein paar Bomben sind auch mal gut. Vor allem für Shubs. Shubs besiege ich ja immer gerne mit ein paar Bomben. Bisschen mehr Geld brauchen wir aber nicht. Au. So. Da wärst du aber fast in die Schlucht gefallen. Das war ganz schön knappi. Wow, wow. Voll der riskante Typ hier. Oh. Blighted Ovum. So. Können die uns nix. Sehr schön. Kriegen wieder dieses Thwatch-Teil-Tiers ab. Und... Nehmen wir mit. Synap ist immer gut. Mehr schwarze Herzen für uns. Oh, nicht, dass wir dann später... Oh nein, wir haben zu viele schwarze Herzen. Nicht, dass wir dann den Teufel aus Versehen besiegen. Oh oh. Oh oh, Leute. Wir haben zu viele schwarze Herzen. Und die machen Schaden. Aber ich glaube, die machen nicht so viel Schaden, dass man den Teufel damit besiegen könnte, oder? Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst. Besiegen wir am Ende noch den Teufel. Oh nein. Das wäre überhaupt nicht toll. So, wir waschen die jetzt einfach ganz schnell durch. Hier wären noch ein paar blaue Herzen, eventuell. So. So, The Moon ist auch immer ganz schön. Okay. Oh. Okay, die Karte wäre ja ganz interessant. Waren wir schon im goldenen Raum? Nö. Wollen wir in den goldenen... Ja. Ja, wir wollen in den goldenen Raum. Wir brauchen gerade erst 10 Minuten. Ja, 10 Minuten. Das ist irgendwie krass. Ich finde das krass. Wir sind so schnell beim Mom. So. Also wenn das jetzt wieder nichts wert müsste, Lost, dann bin ich echt traurig. Dann lösche ich meinen Kanal, Leute. Dann lösche ich ihn. Nein. So schnell werdet ihr mich nicht los. So schnell nicht. Oh, ist das nächste Erlebende? Nee.
Hä, ich dachte, wir waren eben schon im Shop drin. War das in der letzten Ebene? Ich habe keine Ahnung, wir waschen hier so schnell durch. Oh. Jo, wahrscheinlich. Wie geil ist das denn bitte? Nein, damit töten wir doch garantiert. Okay. Oh, wie geil. Oh, wie geil ist das denn? Oh, ein Brimston mit diesem Teil ist ja richtig cool. Wie sah das aus? Ich hab's vergessen. Nimmt aber einfach die Hälfte des des Bildschirms weg. Alter. Das ist ja mehr als OP. Und wir haben doch zwei Shops. Das da oben ist gar kein Shop. Das ist ein anderes Ding. Ein anderes Ding, ja. So. Oh, wir sind bei Mom. Achso, Mom müssen wir ja sowieso besiegen. Ich dachte gerade, wir wären noch in dem alten. In dem Judas Run, aber ist ja gar nicht so. Das ist doch richtig cool. Und wir können fliegen. Das heißt, wir können einfach überall uns raufstellen und dann dieses Teil hier einfach so rumher schicken. Die kommt nicht mal an uns ran. Oh, wie geil ist das denn? Oh. Ist ja richtig nice. Wir kriegen sogar einen Teufelsraum. Als ob. Als ob wir hier einfach noch den Dark Bomb. Das ist der OP-ste One, den ich jemals hatte. Kann das sein? Kann das sein? Hier kriegen wir sogar noch den anderen. Was macht das Auge? Ich will es nicht ausprobieren. Oder doch? Can't other eye. Okay, tschüss. Oh, hi. Nein, mein schwarzes Herz. Mein schönes schwarzes Herz. Ach, wir waren schon in der Mom-Ebene. Ich dachte, wir wären das in der fünften. Dann haben wir in 11 Minuten Mom besiegt. Okay. Okay, das beweist ja nur wieder, dass man gar nicht alles braucht, was hier so ist. Gut, damit haben wir ja alles. Der gibt uns noch ein paar blaue Herzchen, wenn er nett ist. Eins. Oh, er hat endlich mal eine böse Fliege gespawnt. Das ist auch selten. Okay. Sieht aber bisher ziemlich geil aus. Und wir werden auch richtig schnell Mams Herz besiegen. Wir werden hier alles richtig schnell besiegen. Oh mein Gott. Das ist ja richtig die OP-Kombo. Finde ich gerade richtig nice. Ach man, und dann müssen wir einfach beim Satan sterben. Aber für so Lost tun wir das ja gerne. Gell? 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 Diesmal nicht, Leute. Diesmal nicht. So, ein Herz. Okay. Okay, dann sammeln wir mal das Herz ein. Vielen Dank für die blaue Spine. Da unten liegt noch ein Herz. Das ignorieren wir aber einfach mal gekonnt. Hat das Herz tatsächlich wirklich aufgehoben? Tatsächlich wirklich? Und was macht Kens Ei? Das schießt, glaube ich, mit. Aber es schießt nicht, weil... Doch, es schießt. Okay, cool. Okay, hab nichts gesagt. Ist das lächerlich? Wir können hier einfach überall durchlaufen. Macht das was mit unseren Tränen? Yo! Das nehmen wir mit. Wie geil. Wupp, 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 wupp. Oh, ich finde das gerade richtig schön. Einfach so ein Brimston-Kreis, der die ganze Zeit auf und zu geht. Wie nice ist das bitte? Oh mein Gott. Das ist ein schöner One. Hoffentlich schalten wir hoffentlich schalten wir so Lost frei. Dann wäre das echt der perfekte One. Und das zum Wochenende hin. Das ist doch perfekte Musto. Hier ist sogar der Boss. So, sehr schön. Da wäre noch ein Herz. Kannst du noch mal kurz mitnehmen? Vielleicht gibt er uns was. Nö. Okay, hi. Hi. Sollte nicht allzu lange dauern. Wir haben noch unseren Schutzschild. La 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 la. Der Schutzschild hält sogar ziemlich lang. Oh mein Gott. Ja, gut. Also, ne? Gut, tschüss. Nicht mal einen Teufelsraum haben wir bekommen. Boah, krass, 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 krass. Okay, Mom, Harz-Ebene. Warum nicht? Einfach nach 13 Minuten. Passt schon, passt schon. Wir waschen hier durch wie sonst keiner. So. Aber wir hatten halt auch im letzten The Lost Freispielversuch richtig das Glück und dann vermassel ich das einfach am Ende. Das ist ein bisschen sehr schade, aber gut. Kann man nichts machen. Ergebnis wahrscheinlich noch böse Spinnies. Sehr schön, danke.
Ich mag böse Spinnies. So. So. Und wir sind bei Moms Herz. Gut, das ging schnell. Bam, Bomben. Bomben für alle. Bomben für... Oh. Bomben für alle. Okay, komm mal bitte in die Mitte. Danke. Wupp, 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 wupp. Okidokili, dann ab zum Teufel. Teufel war richtig, gell? Da wäre noch ein schwarzes Herz, das wollen wir aber eh nicht haben. Krass, wir sind jetzt schon beim Teufel. Alter, nach 15 Minuten. Ja, okay. Solange wir nicht bei Sephoren sterben, ist alles gut. Wir haben allerdings 6 schwarze Herzen, muss man beachten. 6 schwarze Herzen. Ich hoffe, dass der Teufel da nicht stirbt bei. Das hoffe ich wirklich. 25 Coins, ja gut. Ja gut, warum nicht? Er sollte auch relativ schnell sterben. Ja. Die kommen nicht mehr aus dem Kreis raus. Einer hat's überlebt. Was kriegen wir hier noch? Schubdawup. Ja gut, können wir auch einsetzen. Wofür brauchen wir ein Schutzschild? Wir brauchen kein Schutzschild. Keiner braucht Schutzschilde. So, das Schutzschild war ja auch eigentlich nur dazu da, dass wir überhaupt bis hierher kommen. Mit relativ vielen Leben. Was kriegen wir denn jetzt die ganze Zeit hier? Items? Das kann doch nicht sein. Und wir haben jetzt viel zu viele Leben. Oh Mann. Der Mann ist viel zu OP. Um gleich einfach zu sterben. Aber wir müssen es tun für The Lost. Was dann halt richtig schade wäre. Wenn durch irgendeinen Bug oder so wir The Lost einfach nicht freischalten würden. So, Megamor. Bye bye. Wir sind einfach richtig böse. Wir sind schwarz. Wir haben diese schwarzen Augen. Wir haben diese schwarze Kutte. Und wir sind beim Teufel. What the fuck? Oh, dann müssen wir gleich aufpassen, dass wir ihn nicht töten mit unserem Brimston. Oh, oh. So, einfach nur so fallen töten, dann ist alles gut. Dann ist alles gut. So, sehr schön. Wir behalten das Teil hier unten. Und lassen uns ganz auf von den treffen. So sollte das gut klappen. Erste schwarze... Oh nein, das zieht zu viel ab. Oh nein, das zieht wirklich zu viel ab. Das kann nicht sein. Aber ich habe gelesen, es ist auch okay, wenn man bei seinem Fuß stirbt. Hä, wieso verliert er denn so viele Leben? Oh nein, das ist richtig schlecht. Wehe, er stirbt gleich einfach. Au. Wie viel zieht er so ab mit seinem Fuß? Ein halbes Herz nur. Okay. Okay, jetzt vom Fuß getroffen werden. Komm, treff mich deinen scheiß Fuß. Okay. Okay, so lost, so lost. Yes! Woo! Wir haben so lost freigeschaltet. Und das sind gerade mal 40 Minuten. Nice. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Nach dem Patzer in der letzten Runde jetzt einfach so lost freigeschaltet. Da ist er, da ist er, da ist er lost. Geil, 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 geil. Gut, dann wisst ihr ja, worauf ihr euch in der nächsten Folge freuen könnt. Denke ich mal. Oh, das wird cool. The Lost wird bestimmt witzig. Geil, das ging gut. Gestern ging es auch schon gut, aber diesmal ging es perfekt. Das war alles perfekt. Ich hatte Angst, dass der Teufel noch stirbt durch die ganzen schwarzen Herzen. Die haben nämlich doch irgendwie voll viel Schaden gemacht, aber nee, hat geklappt. Haben The Lost freigeschaltet. Mehr wollen wir gar nicht. The Lost haben wir freigeschaltet. Sehr perfekte Musto. Bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Dann bei The Lost mal sehen, wie wir mit dem klarkommen. Weil wenn wir nur einmal getroffen werden bei The Lost, dann sind wir einfach tot. Aber wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das irgendwie hin. Ja, ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.